So, herzlich willkommen, lieber Pete. Schön, dass du Hallihallo. am 28.12., wo eigentlich alle Leute frei haben, in ihren Betten liegen und nichts machen, Zeit für mich hast. Ja, ich freue mich Danke für sehr. die Einladung. Schön, Ich dass du habe dabei tatsächlich auch bist. eigentlich frei. Eigentlich bin ich im Urlaub, aber für dich, lieber Stefan. Oh, das geht runter Ja. wie Öl. Das geht runter wie Öl. Ja, hör mal, wir haben hier diese Interview-Reihe ins Leben gerufen, um interessante, spannende Leute aus der Games-Branche im weitesten Sinne oder sagen wir mal aus der Medienwelt zu interviewen und mal mehr über euch als Personen zu erfahren. Und deswegen starten wir auch mal direkt mit der ersten Frage an dich. Wer bist denn du, lieber Pete? Mein Name ist Peter Smits. Ich bin der Gründer des YouTube-Channels Pete's Meet. Das ist ein Gaming-Channel in erster Linie, auf YouTube halt. Und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Formen von Videospielen seit Februar 2011. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben sehr viel Spaß dabei. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe bei Wikipedia gesehen, dass ihr aus Weeze kommt. Ein Teil von uns kommt aus Weeze. Ich komme aus Ja, Weeze, ja. mein Kollege Dennis kommt aus Weeze und dann gibt es noch zwei Leute, die aus dem näheren Umfeld kommen. Das ist dann einmal Twisteden und einmal Vemb. Das sind super kleine Dörfer. Sagt dir Weeze was tatsächlich? Ja, du wirst lachen, das sagt mir tatsächlich was. Aber ich muss noch mal Okay. gerade hier bremsen, hör mal. Ich kriege gesagt, dass man uns noch nicht sieht. Ich muss mal gerade hier in den Chat fragen. Ich Nee, habe das stimmt nämlich. aber nicht. Man sieht uns, ich sehe Hey, dich. hervorragend. Ich habe nämlich kein Video-Preview. Deswegen sage ich sag ja, ich stehe hier mit Twitch echt auf dem Kriegsfuß. Aber Teut schreibt auch gerade: Gib dem Piet mal ein Bier, der ist so Habe ich formal. gelesen. Ja, Das ist mir damit legen wir erst später los. Ja, ja. jetzt noch zu früh tatsächlich um 11:12 Uhr. Ey, hör auf, wir können doch hier nicht schon zum Alkohol greifen. Ich erinnere mich daran, dass ich mal vor 1,5 Jahren oder so mit Poki ein Interview gemacht habe. Und da haben wir Wein getrunken. Aber holla die Waldfee, was haben wir Wein getrunken, ey. Boah, und wir sahen nachher so zerstört aus, das war nicht mehr feierlich. Du, aber tatsächlich habe ich eine Beziehung zu Weeze, beziehungsweise zu Kevela. Okay. Meine Tante Lotti, ja, die Schwester meines Vaters, Gott hab sie selig. Sagt man das? Gott hab sie selig? Gott Nur hab wenn sie sie tot selig. ist. Ja, sie ist tot. Ach so, okay, gut. Die hat in Kevela gelebt. Und das an sich ist ja jetzt erstmal nicht lustig, ne? Warum lacht der Reichert? Also, ich lache deswegen darüber, weil meine Tante Lotti eine ganz spezielle Frau war. Die war die erste weibliche Führungskraft bei der Deutschen Bank. Ja? Die Ach. erste überhaupt. Dann hat die, heute würde man sagen, ein Burnout gehabt und hat sich irgendwann so in früh verrenten lassen. Hat sich dann in den, boah, wann war das, irgendwie 80ern, würde ich sagen, eben als ehemalige Führungskraft der Deutschen Bank, dazu bekannt, dass sie lesbisch ist, ist dann nach Kevela gezogen, hat dann da mit ihrer Lebensgefährtin gelebt und hat angefangen zu malen, weil sie Visionen bekommen hat. Und in diesen Visionen sind ihr Engel erschienen. Und diese Engel haben gesagt, zieh nach Kevela, male Bilder, male deine Engelsvisionen. Ja, und das hat sie dann ein Leben lang gemacht. Und ich will wirklich nicht schlecht reden über Tante Lotti. Die war echt eine großartige Frau, aber sie konnte eins nicht malen. Ja, also diese Visionen, die sind so furchtbar. Und irgendwo in Kevela hängen von meiner Tante Lotti ganz viele Engelsvisionen. Ja, Da und sind die des. aber gut aufgehoben, denn Kevela ist bekannt als so eine Pilgerstadt. Also das ist auch durchaus die christlichste Stadt in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin. Da sind Ja. sie immerhin gepilgert. Und also wenn es dann um Engelsvision geht, dann ist Kevela der perfekte Ort. Und wenn sie Ja. schrecklich aussehen auch. Ja, ich weiß, ich war oft da und habe dann auch immer sehr heilig geguckt. Also ich wollte mir das natürlich nicht anmerken lassen und natürlich immer gesagt, boah, echt tolle Visionen, die sie hier hat. Aber es war trotzdem eine unfassbar tolle Frau, wenn auch völlig verrückt. Aber deswegen kenne ich tatsächlich die Ecke ganz gut. Und ich habe gesehen, du warst in Kevela auf dem Gymnasium. Ja, beim Kann. Kardinal von Galen-Gymnasium Kevela. Meine Herren, du, das klingt aber tiefst katholisch und Ist auch seriös. tiefst katholisch, ist auch eine katholische Schule gewesen. Ja. Wobei, also es ist jetzt irgendwie, also die andere Religionen wurden auch angeboten. Und mit andere Religion meine ich eine andere Religion, nämlich evangelisch, wurde als Yeah. Fach
angeboten. Aber ansonsten, wir hatten auch nicht, also da das alles so ein Dorfleben ist, hatten wir nicht viele Schüler noch anderer Religionen. Mhm. Irgendwie so 2, 3 oder sowas. Und die hatten dann einfach frei in der Zeit. Mhm. Fand ich mal sehr unfair. Ja, ich war auf dem katholischen Jungen-Gymnasium. Also ich kann, ich kann mithalten. Ach so, bei euch war es ein gemischtes Gymnasium? Ja, ja, komplett. Also eigentlich war es ein städtisches. Also es war gar kein kirchliches Gymnasium, sondern es ist ein städtisches Gymnasium, halt nur mit dem Grundsatz erstmal, dass es katholisch ist. Ja, naja, bei uns war es tatsächlich ein von Klostern geführtes Gymnasium, und zwar von den Salesianern. Mit allem, was dazugehört. Das sagt mir gar nichts, Salesianer. Franz von Salus, Salesianer, meine Güte, ist schon zu lange her, ich habe es verdrängt. Ja, es gibt auch gute Gründe, so ein katholisches Jungengymnasium zu verdrängen, um ehrlich zu das sein. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde niemals meine Kinder auf ein katholisches Jungengymnasium schicken, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil ich selber mittlerweile auch ausgetreten bin. Also das wäre dann ein bisschen heuchlerisch, ehrlich gesagt. Nee, das kann man nicht mehr machen. Ich weiß, damals gab es in Essen-Borbeck, deswegen musste ich so lachen, als ich gelesen habe, dass Dr. J. aus Essen kommt. Ja, der kennt das wahrscheinlich. Ursprünglich, ja. Der hat da nicht lange gelebt in Essen, aber da wurde er geboren, ja. Ach so, der hat da gar nicht lange gelebt. Ah, nee. Okay, ja, dann kennt das wahrscheinlich doch nicht. Naja, vielleicht doch, weil er da, habe ich eben gelesen, ne? Tierarzt, Veterinärstudium. Boah, ja, hat er abgeschlossen, erfolgreich. Ihr seid echt ein bunter Haufen. Das ist wirklich ja, toll. Sind wir auch. Das kommt halt davon, wenn du Mischung, dich nicht irgendwie spät zusammentust als Leute, die halt irgendwie gern YouTube-Channel öffnen wollen, sondern wenn du einfach deine Freunde, die du während der Schulzeit kennengelernt hast, nimmst und mit denen einen YouTube-Channel machst. Ja, ihr habt euch dann alle während der Schulzeit kennengelernt, ne? Einen nicht, den Chris habe ich erst während meines Studiums kennengelernt in Köln. Ah, okay. Okay, da hast du Medienwissenschaft studiert? Genau, richtig, und ja. Medienwissenschaften und Medieninformatik, das habe ich allerdings nicht zu Ende gemacht, weil irgendwann diese Pietsmiet-Nummer so riesig wurde, dass ich das einfach auch zugegebenermaßen die Motivation, also ich musste dir ein Bild mit Worten zeichnen. Ja, du bitte. Stehst mit uns auf, du hast da diese Opportunity, diese Möglichkeit, was Geiles zu machen, was dich erfüllt, ja, und dich im Leben weiterbringt, deiner Perspektive nach, weil das mittlerweile so groß geworden ist, dass du dich jetzt mal langsam darum kümmern müsstest, ein Gewerbe anzumelden und so weiter und so fort. Aber du könntest theoretisch auch in eine Vorlesung gehen, wo du der Meinung bist, dass dich das überhaupt nicht weiterbringt, weil es dich wahnsinnig langweilt und du nur aufgrund dieser Langeweile überhaupt mit YouTube gestartet hast. Ja. Und dann habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, nicht den langweiligen Weg zu gehen, sondern den interessanten. Ja, und sehr das cool. War bisher eine sehr gute Idee. Ja, absolut, absolut richtig. Also ich habe mein Studium auch erfolgreich abgebrochen und habe damals was Ähnliches studiert wie du in Essen, Germanistik, mit einem Schwerpunkt im Medienbereich. Und dann hatten wir noch Nebenfächer. Gab es das oder gibt es das bei euch noch? Medienfächer? Ich hatte Politik und Psychologie. Und dann war es ein Maß, war es ein Diplom? Nee, eben nicht. Bachelor und Master gab es damals ja noch nicht. Und genau, deswegen. Magister, meine Herren, ein Magisterstudium. Ja. Ne? Und dann, ich wollte ursprünglich mal zu einem Verlag und dann lockte die Games-Branche und dann lockte Geld und vermeintlicher Wohlstand. Aber vor allen Dingen das Hobby, das ich zum Beruf machen konnte. Und dann habe ich mich genau wie du dazu entschieden, das auch zu tun. Ich glaube tatsächlich, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass gerade in der Games-Branche und dann egal wo da, egal ob es jetzt bei Journalisten ist oder bei Leuten, die innerhalb der Branche in der Produktion arbeiten, dass der Anteil der Studienabbrecher wahnsinnig hoch ist. Ja. Also Quereinsteiger könnte man auch sagen. Ja, wir können ja mal hier eine Spontanumfrage machen. Ach, guck mal hier, Kesaja ist auch da. Danke, mein Engel. Magister, ja, ich habe es ja selber rausgekriegt. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Wer von euch hat denn sein Studium nicht abgebrochen? Ich glaube, da wird wahrscheinlich hier kaum einer antworten, außer Kesaja. Die macht alles immer richtig und korrekt. sag mal, das Studium, hatte das einen Schwerpunkt oder hast du das, also wenn ich das so zeitlich richtig mitkriege, hast du ja eigentlich mit den ganzen YouTube-Videos angefangen, um Erfahrungen aus deiner Schulzeit online zu stellen. Okay, ne? Das war 2007. Da habe ich den YouTube-Channel gestartet. Ich hatte damals auch schon, also ursprünglich heißt unser YouTube-Channel Pete Smitty. Weil das war damals halt auch so mein Benutzername in Videospielen. Und ich wollte halt ganz ursprünglich so ein Outtake
Das Video heißt Hannes, das gibt es immer noch, auf YouTube hochladen von einem Filmdreh, den wir innerhalb der Schule gemacht haben. Ich glaube, ein Literaturkurs. Unser Literaturkurs bestand, auch wenn der Name es nicht vermuten lässt, aus Filmdrehs, was ich ganz toll fand. Ach cool. Weil ich habe immer Regie gemacht und sowas. Mhm. Auf jeden Fall habe ich deswegen den Channel ursprünglich erstellt, aber der lag dann halt brach, lange Jahre, bis zu 2011, wo ich ihn dann halt reaktiviert habe, um Videos von meinem Videospielblog zu hosten. Mhm. Weil ich habe bei GameStar ein Praktikum gemacht nach meiner Zivi-Zeit. Also zwischen Zivi und Studium hatte ich 5 Monate Zeit. GameStar hat gesagt, ja, du kannst gerne ein Praktikum bei uns machen, aber das ist minimal 6 Monate. Mhm. Das war scheiße, weil ich wollte unbedingt da ein Praktikum machen. Also habe ich einmal einen Urlaub vom Zivi am Ende gelegt und einmal einen Urlaub vom Praktikum am Anfang und dann habe ich quasi einen Monat doppelt gemacht. Mhm. Und deswegen konnte ich halt in München dann ein Praktikum machen und bin dann nach Köln gekommen, wo ich dann bei GameStar weitergearbeitet habe als freier Mitarbeiter und habe immer am Wochenende die News geschrieben. So habe ich mir mein Studium finanziert. Ach, cool. Und ich hatte immer wieder Videoideen, die ich auch vorgeschlagen habe, auch schon während meines Praktikums, aber auch dann vor allen Dingen während meiner News-Schreiberei. Mhm. Beispielsweise gab es dann auch Minecraft und ich wollte, ey, da muss doch ein Video zu Minecraft gemacht werden und so weiter und so fort. Und wir hatten sogar schon ein Video vertont von Nino Kerl damals noch, weil mir von der GameStar-Redaktion gesagt wurde, ja, das Video ist ganz cool, aber deine Stimme ist scheiße. Mhm. Wir müssen da mal jemand anders dran setzen, der das gelernt hat. Mhm. Und dann gab es auch schon ein produziertes Video, aber das ist halt nie so wirklich weitergekommen. Da gab es so viele bei dem damaligen IDG-Verlag noch, dann gab es so viele Stufen, die gegangen werden mussten, bis dann mal was tatsächlich irgendwie da läuft, vor allen Dingen im Videoformat, bürokratisch. Ja, da ist das immer irgendwo im Sande verlaufen. Da bin ich dann irgendwann so frustriert gewesen, dass ich meinen eigenen Blog quasi im Internet gemacht habe und da dann quasi auch so ein paar Videos veröffentlicht habe, so Monatsrückblicke oder Vorschau-Videos. Und die wurden gehostet auf dem YouTube-Channel, den ich damals irgendwann mal für diese andere Sache erstellt habe. Ja. Und im Zuge dieser eigenen Videomacherei auf meinem Blog bin ich dann auf Let's Plays gestoßen. Ach, guck. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das finde ich gut. Dafür macht Spaß. Ja. Welche Let's Plays waren das damals? Das war das Minecraft-Let's Play von Gronkh. Das war das perfekte Ding, um zu verstehen, warum Let's Plays halt geil waren. So, du hast halt diese typische Berichterstattung immer über Videospiele gehabt. Mal so zusammengefasste Testvideos, das war noch so das höchste Gut im Endeffekt, aber ansonsten halt Text. Mhm. Und ich finde gerade Videospiele brauchen halt oder sind halt super viel verständlicher, wenn du ein Video hast dazu. Mhm. Und sie sind, kein Text konnte Minecraft irgendwie vernünftig erklären. Und damals hatten die großen Redaktionen Minecraft noch nicht richtig auf dem Schirm. Und dann dieses Video von Gronkh einfach, das, die erste Folge des Let's Plays, war so faszinierend, wie er einfach in diese Welt geworfen wurde und da rumläuft. Und ich habe das Spiel verstanden einfach nur, was ich vorher durch all meine Recherche im Internet nicht verstehen konnte. Hm. Und da dachte ich, Alter, das ist mega gut. Cool. Dann habe ich mir ein Spiel rausgesucht, wo es noch kein Let's Play zu gab, EVE Online, und habe damit mal angefangen. Ach krass, du hast EVE Online gespielt. Das habe ich auch ein paar Jahre gespielt. Allerdings nie so intensiv wie World of Warcraft. Das wundert mich total, dass die meisten Let's Player, die ich jetzt so kennenlerne, alle nicht über World of Warcraft ihr erstes Let's Play gemacht haben. Das war eigentlich für uns damals so der Monster-Magnet, der uns in Online-Welten und in Computerspiele gesaugt hat, wenn ich ehrlich bin. World of Warcraft, hatte ich das auch gekickt oder warst du mit EVE Online so gut beschäftigt, dass du... World of Warcraft war noch ein Jahr davor bei mir. Ah, okay. Also das, ich habe das Ursprungsding gespielt vor den Add-ons und dann war es echt faszinierend. Ich habe auch damals die Beta gespielt, das war richtig faszinierend und dann das Hauptspiel gar nicht so lange. Aber wie gesagt, die EVE Online-Nummer war zugegebenermaßen eine ziemlich berechnende Nummer, weil ich einfach geguckt habe, welches Spiel noch nicht abgegrast wurde im Let's Play-Bereich, ja, in der Hoffnung, dass Leute danach suchen und dann auf den Channel stoßen und dann die anderen Inhalte, die sie da finden, auch schön finden. Aber und, das wundert mich gerade, dass das funktioniert hat, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass EVE Online tatsächlich von so vielen Leuten mit Interesse ja, das ist jetzt auch nicht gerade... Das ist jetzt nicht unbedingt das, was uns groß gemacht hat, in Anführungszeichen. Ne? Ja, ja. Also, das war halt ein ganz guter Start, aber ich hatte halt auch Spaß daran und dann habe ich es weitergemacht. Hier beispielsweise Portal 2. Mhm. Das kam in dem Jahr kurz danach raus. Mhm. Da durfte ich eine Komplettlösung für GameStar schreiben und habe im Zuge dessen
halt auch das ganze Ding aufgenommen und das halt auch online gestellt und dann The Witcher 2 und dann ging es aber los mit dem großen Team-Ding. Also dann gab es eine Phase, wo ich mir einen Finger gebrochen habe. Und dann konnte ich selber nicht zocken. Das war Danger Seeker. In Käfer ist es passiert. Oh ja. Das ist natürlich. Da war der Engel nicht über mir. Mehr musst du da nicht sagen. In Kevela, in dem Gangster-Hotspot Deutschlands. Da hat auf der Kirmes Kevela hat mich einer zum Fingerhakeln herausgefordert und der war offenbar Profi da drin und hat meinen Finger zerstört. Nee, ehrlich jetzt? Ja, wirklich. Was ist los auf der Kirmes in Kevela? Hast du meinen Fingerhakeln? Bist du an einen polnischen LKW-Fahrer geraten? Ja, das war ein Kumpel von mir. Ach du Schande! Okay, gut, schade, das macht die Geschichte nicht ganz so dramatisch. Ich dachte, gab es nicht den Film mit Sylvester Stallone? Da gab es diesen Fingerhakel- oder Armdrückfilm, irgendwie so. Ja, Finger. Keine Ahnung. Oh ja, du, da warst du noch nicht auf der Welt. Ah ja, das kann sein. Da habe ich schon mich damals schon gefragt, wie man solche Filme drücken kann, ja. Okay, also der hat dir echt den Finger gebrochen beim Fingerhakel. Yes. Krass. Yes. Und dann konnte ich halt nicht mehr vernünftig zocken. Ja. Und da ich mit meinen Kumpels damals sowieso abends immer Call of Duty gespielt habe, Modern Warfare 2 noch im Multiplayer, habe ich einfach gesagt, ey Leute, ich mache die Kamerafunktion, ihr zockt und ich nehme es auf. Ach, wie cool. Okay. Ja, und das kam sehr gut an. Und irgendwie ist dann der Anteil der anderen in den Videos auf dem Channel immer größer geworden. Und die haben da immer mehr Blut geleckt und dann ist das eher größer geworden. Vor allen Dingen, als wir dann Spiele wie Skyrim und Battlefield 3 super früh auf dem Channel hatten, weil wir damals mit VPN-Umgehung früh dran waren. Ja. Und alle irgendwie uns über die Suche gefunden haben. Und dann ist es echt richtig geil geworden, also richtig viel geworden. Und dann war es irgendwann ein Selbstläufer. Ja, und wenn du sagst wir, dann ist das die gleiche Truppe, mit der ihr heute den Kanal betreibt, oder? Fast. Okay. Es gab einer, der Dennis Hartwig, der kommt aus Kevela tatsächlich, der ist damals mit uns gestartet und hat uns letztes Jahr im November verlassen, um seinen eigenen YouTube-Channel zu hegen und zu pflegen auf YouTube. Ja. Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Also für euch als Let's Player ist die Games-Branche ja auch so ein bisschen so eine Käseglocke gewesen. Man wusste zwar, man konnte sich die Produkte angucken, aber die Spieleentwicklung als solche hat man natürlich erstmal nicht wirklich von innen gesehen. Ne? Das heißt, für dich ist das Neuland und für mich ist eure Branche Neuland. Ich kenne mich sehr gut in der Spieleentwicklung aus, verstehe aber nicht so ganz, wie ihr solche Kanäle betreibt und wie ihr die aufbaut und wie ihr dann die Community pflegt und so. Wart ihr am Anfang euch darüber im Klaren, was ihr da eigentlich macht? Also was das auch bedeutet für euch? Wann war denn so der Punkt gekommen, als du gesagt hast, Leute, das ist jetzt ein echtes Geschäft. Wir müssen hier täglich uns um unsere Fans kümmern und wir müssen parat stehen und wir müssen das so ernst nehmen, dass es kein Hobby mehr ist. Also irgendwann muss doch da so ein Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, so. Ja, also es war für mich von Anfang an, also erstmal ist es natürlich super geil, wenn Leute was gerne konsumieren, was du produziert hast. Ne? Also das wird man auch als Spielehersteller wahrscheinlich gut verstehen. Das Gefühl ist einfach so gut. Aber es waren am Anfang halt auch nicht so viele Leute und ich habe es halt primär als so Plattform gesehen, um mich auszuprobieren. Ich wollte immer in die Videospielbranche und fand Videos immer faszinierend. Aber man ist natürlich für jeden Zuschauer dankbar. Wo ich das erste Mal gedacht habe, oh shit, das könnte ja tatsächlich eine Zukunft sein, mit der man sich mal beschäftigen kann, ernsthaft, ist halt, als es das erste Mal die Möglichkeit gab, dass mit dem Quatsch, den wir da machen, dass da Umsatz generiert werden kann. Als dann, das war auch noch im 2011, als dann GameStar auf mich zugegangen ist und gesagt hat, ey, diese YouTube-Nummer, ne, die sieht ganz interessant aus. YouTube ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wollen wir nicht ein Netzwerk gründen? Und wir gründen jetzt mal ein Netzwerk, GameStar and Friends. Und du bist unser erster Channel. Hast du da Bock drauf? Wir können dann endlich, also du kannst dann Werbung schalten auf deinem Channel. Ich wusste gar nicht, dass das geht, als wir gestartet sind. Und ich glaube, das ging dann auch noch gar nicht. Auf jeden Fall wusste ich es nicht. Und als ich das dann gehört habe, dachte ich, ja, okay, lass doch mal ausprobieren. Ne? Ich bin gerne euer Versuchskaninchen.
Weil du hattest dann noch andere Möglichkeiten. Du konntest das erstmalig Videos länger als 15 Minuten machen. Du konntest einen eigenen YouTube-Design auf deinem Channel machen und so weiter und so fort. YouTube sah damals noch ganz anders aus. Und das war alles so mega geil. Du konntest so dieser Premium-Partner werden quasi. Und als dann das erste Mal eine Gutschrift kam, wo dann halt irgendwie 30 Euro drauf stand, dachte ich schon so, shit, Alter, das kommt jetzt auf mein Konto, 30 Euro für diesen geilen Scheiß, das ist ja schon richtig cool. Und das wurde ganz schön schnell mehr als 30 Euro und dann musste man sich natürlich damit beschäftigen, was man denn jetzt macht. Ich war damals schon als selbstständig gemeldet, weil ich ja die News geschrieben habe als freier Mitarbeiter für GameStar, aber das hat dann auch irgendwann das gesprengt und dann wollte man ja auch die anderen mit ans Boot holen und so, sodass wir dann 2012 unsere Firma gegründet haben. Ah ja. Und die hast du dann direkt mit dem Dennis zusammen gemacht, ne? Mit Bam. Genau, ja. Ich wollte das ungern alleine machen. Oh. Der Dennis hat International Business and Management studiert, was halt Kompetenzen mit sich bringt, die man durchaus bei Geschäften brauchen kann. Und ich kannte den seit der zweiten Klasse oder ich kenne ihn seit der zweiten Klasse. Ja. Und deswegen haben wir das dann zu zweit gemacht, weil die anderen auch nicht bereit waren, sich da so komplett jetzt irgendwie zu committen. Das war damals halt noch alles nebenbei dann. Ja, klar. Die haben ein Studium gehabt oder was auch immer. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Mittlerweile sind alle Vollzeit. Wir haben mittlerweile noch den Mikkel angestellt, den Domi angestellt und den Andi angestellt, die halt noch zusätzliche Arbeiten erledigen. Also das ist schon gewachsen jetzt in der Zeit. Ja. Ich muss noch mal einen Ausflug in deine private Vergangenheit machen. Du hast zwei Sachen eben gesagt. Das eine ist, du hast Zivildienst gemacht. Das kennen die Leute da draußen ja zum Teil gar nicht mehr. Wo hast du denn Zivildienst gemacht? In Kevela. Ja, und in welcher Einrichtung? Was hast du gemacht? Also ich wollte auf jeden Fall nicht Bundeswehr machen, weil ich das nicht haben kann, wenn mir Leute sagen, was ich zu tun habe. Richtig, habe ich auch. Genau derselbe Grund, ja. Habe ich natürlich so nicht begründet bei dem Schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das Schreiben noch habe, müsste ich noch irgendwo haben. Aber auf jeden Fall machst du dann ja immer dieses, ja, kann ich nicht mit meiner Seele vereinbaren. Ja. Aber ich wollte jetzt auch keinen Kackjob als Zivildienstleister haben. Und man muss wissen, ich bin leider jemand, der sich nie mit handwerklichen Dingen beschäftigt hat. Also man könnte sagen, ich hätte zwei linke Hände. Das finde ich immer einen falschen Ausdruck, denn wenn ich... Mein Vater ist Schreinermeister und wenn ich mich als Kind schon dafür interessiert hätte, hätte der mir sicherlich super viele Sachen beibringen können, aber habe ich nicht. Also ich sowas wie Arbeit mit den Händen an Werkzeug und so kann ich null. Dann habe ich aber gesehen, dass ein Posten offen ist das ist ein Caritas-Gelände in Kevela gewesen. Das ist einerseits ein Seniorenheim und eine Demenzeinrichtung beim Kloster in Kevela. Wo es halt für diese unterschiedlichen Einrichtungen ein Hausmeisterbüro gibt, mit einem festangestellten Hausmeister und zwei Zivi-Hausmeistern. Dann habe ich mich da als Hausmeister beworben und habe mich in dieser Bewerbung dargestellt, als wäre ich der Gott mit dem Schraubenschlüssel, sag ich jetzt mal. Also mein Vater hat mich so ausgelacht einfach nur. Ja. Aber ich habe den Job bekommen. Ja. Und das war gar nicht so schlimm, dass ich nicht so viel konnte, weil wir waren sowieso zu viel, weil wir Zivis wurden halt, wenn was kaputt war, wurden wir Zivis sowieso immer zu zweit geschickt. Und wir haben uns super gut verstanden, wir zu dritt, also der Chefhausmeister und wir zwei Zivis. Und der andere Zivi, der konnte halt wirklich gut handwerklich mit Dingen umgehen. Ja. Hatte aber keinen Bock auf die alten Leute quasi oder wollte sich dann ungern von denen zulabern lassen. Ja. Das heißt, ich habe die Leute quasi abgelenkt und mich mit denen unterhalten und Konversation betrieben, während mein Kumpel da die tatsächliche Arbeit gemacht hat. Und so haben wir uns ganz gut dann da durchgekämpft, in Anführungszeichen. Irgendwann haben die dann gemerkt, ich kann echt gut mit Rechnern umgehen, sodass ich dann super viel Zeit in Büros verbracht habe, um irgendwelche Probleme zu fixen. Ach, cool. Aber das Schlimmste war, glaube ich, immer Krankenfahrten machen oder Essenfahrten. Es gab eine große zentrale Küche habe ich vergessen. Und von da aus musste ich dann immer unterschiedliche Dörfer anfahren mit so einem riesigen Wagen, also so einem kleinen Bus in Anführungszeichen. Und da hinten hatte ich hinten halt all das Essen drin. Das war ja immer Scheißarbeit. Und einmal ist mir der ganze Pudding runtergefallen. Das war auch scheiße. Du ahnst es nicht. Oh, die armen alten Leute. Ja. Ohne Pudding. Wie lang ging dein Zivildienst? 9 Monate? 9 Monate. Neun Monate. Als ich damals Zivildienst. Zeit, tatsächlich.
Ich fand das auch cool, muss ich echt sagen. Und ich habe aus demselben Grund verweigert wie du. Ich hatte etwas Erklärungsbedarf, weil ich gleichzeitig im Schützenverein war. Und ich das in dem Gespräch nicht gut genug verhehlt habe. Was machen Sie denn so als Hobby? Naja, ich bin im Schützenverein. Ach so, ja, aber Sie haben doch hier geschrieben, Sie können sich nicht verantworten und vorstellen, mit Waffen umzugehen. Ja, ich bin gerade ausgetreten aus dem Schützenverein. Also ein großartiger Spaß. Und dann wollte ich auch unbedingt einen ernsthaften Zivildienst machen und ich habe im Krankenhaus gearbeitet, richtig auf einer Pflegestation und so. Es Also war richtig in der Pflege dann auch mit Hand richtig, anlegen an richtig die. mit Hand anlegen und so. Und ich weiß noch, dass. Ach komm, ich erzähl mal eine Anekdote. Als ich damals angefangen habe in dem Zivildienst, musste man so ein Probewochenende im Krankenhaus machen. Ne? Und dann haben die halt gedacht, hier das Probewochenende. Da kannst du dich dann entscheiden, ist der Job was für dich oder eben nicht. Ne, das war so die Motivation dahinter. Und dann haben die mich auch angekündigt, da kommt dann der Stefan, ne, der kommt zu euch auf Station 4 und der macht dann sein Probewochenende. Und dann kam ich dahin. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass es auch einen Pflegeschüler gab namens Stefan, der schon im dritten Lehrjahr war. Ne? Und die haben gedacht, ich bin dieser Pflegeschüler. Das heißt, ich bin da hingekommen, habe mich überall kurz vorgestellt, habe schon so einen weißen Anzug angehabt und dann sagte Pfleger Ralf, das weiß ich noch, damals zu mir, ja, pass auf, du gehst dann hier in Zimmer 423 zu Herrn Müller, ne, wäsch den, mach die Verbände neu und wenn du fertig bist, kommst du wieder raus. Und ich so, okay, dann mach ich das mal. Dann bin ich schön bei Herrn Müller rein und der war so, der hatte irgendwie einen Schlaganfall oder sowas, der war geistig total fit. Ja, und ich habe dem direkt gesagt, Herr Müller, ich soll das und das mit Ihnen hier machen. Ich habe das noch nie gemacht. Machen wir mal, ne? Und er, ja, ich zeige Ihnen schon, wie das geht. Und dann habe ich, armer Kerl da mit 19, ich habe alles an dem gemacht. Ich habe zum allerersten Mal einen Mann gewaschen. Also so richtig, so Ja. alles, alles, jedes kleine fisselige Vorhautdetail, ja, das komplette Programm. Und ich habe dem die Verbände abgemacht und neue Verbände drauf gemacht. Und ich war, glaube ich, 3,5 Stunden oder so war ich in diesem Zimmer drin. Und Herr Müller und ich, ja, wir waren nachher so. Wir waren so. Und dann irgendwann, nach 3,5 Stunden, kam Pfleger Ralf rein und sagt: Sag mal, was machst du denn hier die ganze Zeit? Und ich habe ja, Mensch, Ralf, ich habe das doch noch nie gemacht. Ja, wie? Du bist ja im dritten Lehrjahr, musst du doch gemacht haben. Und ich, nein, ich bin der neue Zivi, das ist mein Probewochenende. Oh, Ja. Scheiße. Aber dadurch, dass ich da mit dem Herrn Müller, ja, der mich da so angeleitet hat und mir alles erklärt hat und ich das auch echt gut hingekriegt habe, war ich danach, konnte mich eigentlich nichts mehr erschrecken. Und damals, Das der glaube ich. Zivildienst, der hat noch 2 Jahre gedauert, ne? Oder knapp 2 Jahre. Ach du Schande. Und zu der Zeit, ja, aber ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein, das war mit die beste Zeit in meinem Leben. Es gibt eigentlich kaum was Cooleres, als in solchen sozialen Diensten zu arbeiten und Leuten irgendwie jeden Tag zu helfen. Das ist schon ein cooles Gefühl gewesen. Und ich wollte ursprünglich auch mal Medizin studieren, fällt mir gerade ein. Lang, lang ist's her. Lang, lang, lang ist's her. Ja. Eine andere Frage. Ich habe gelesen, dass du die niederländische Staatsbürgerschaft hast. Was Mein ist Gott, denn wo da hast du dich denn überall passiert? rum? Woher weißt du diese ganzen Sachen? Das steht alles offiziell hier bei Wikipedia. Und Wikipedia hat immer recht. Da steht Das das stimmt alles. auch. Ja. Ich hab das letztes Jahr erst erfahren, dass ich die niederländische Staatsbürgerschaft habe. Ach, vielleicht habe ich die auch. Das ist ja toll. Wie hast du das denn erfahren? Also ich wusste schon immer, dass mein Vater auch der hat ausschließlich einen holländischen Pass. Der ist kein Deutscher Ah offiziell, ja. obwohl er in Deutschland geboren wurde und die deutsche Sprache spricht und kein Holländisch kann. Aber er ist Holländer offiziell, weil sein Skurril. Vater halt Holländer war. Und dann haben die sich damals dazu entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Und als ich geboren wurde, konnten die halt auch die Option auswählen, ja, gib dem Jungen einfach beides. Und dann haben die gesagt, ja, mein Gut, wo ist denn der Nachteil? Dann geben wir dem halt beides. Wurde mir allerdings halt nie erwähnt, also nie Ja. gesagt. Und das, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich musste zum Einwohnermeldeamt aus Gründen, die mir nicht Ja. mehr einfallen, wahrscheinlich, ich weiß es wirklich nicht mehr, das war noch in Köln. Das heißt, es war nicht mein Ummelden. Vielleicht hat es was mit meinem Wagen zu tun, ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder Reisepass beantragen. Genau, es war der Reisepass, den ich mir geholt habe, Ah ja. richtig. Und da wurde mir dann halt so in einem Nebensatz erwähnt, ja, Sie haben hier auch noch die niederländische Staatsbürgerschaft. Ich so, Moment, was?
Ja, steht hier. Hier steht's. Deutsch und Niederländisch. Weil ich habe keinen holländischen Pass. Auch, dann wüsste ich es ja logischerweise. Ich habe ausschließlich den deutschen Pass. Aber ich könnte theoretisch einen holländischen Pass beantragen. Ach, wie geil. Okay. Ja, ich habe einfach doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist total abgefahren. Ja, ist doch cool. Und, aber du sprichst jetzt auch kein Holländisch natürlich, ne? Nein, wir hatten auch Holländisch damals in der Schule, habe ich aber nie gewählt. Ich hatte damit halt nicht allzu viel Mut. Wir waren halt immer da zu Urlaub, also im Urlaub, nicht zu Urlaub. Ja. Und wir sind halt direkt an der holländischen Grenze groß geworden. Also da hätte ich theoretisch drüber laufen können. Und sind deswegen halt auch da einmal hingefahren. Und ich hatte halt immer eine persönliche Nähe zur holländischen Kultur. Einerseits Vater Holländer, andererseits da immer im Urlaub. Ich mochte die auch immer. Ich mochte deren Land immer und deren Ansichten. Mhm. Aber dass ich jetzt selber zur Hälfte einer bin, hat mich dann doch ein bisschen geschockt. Aber gut, habe keinen Nachteil. Ist cool, aber werde ich wahrscheinlich auch nie benutzen, diese doppelte Staatsbürgerschaft. Finde ich schon geil. Du sagst gerade, ihr macht da gerne Urlaub. Wo fahrt ihr hin? Haben wir früher, als ich noch klein war, mittlerweile halt nicht mehr. Aber das war halt immer an irgendeiner Küste. Oh, verrückt. Echt? Ich weiß, dass wir mal in Middelburg waren. Ja, das wollte ich hören. Weißt du warum? Weil ich komme doch aus dem Pott. Und der gesamte Pott fährt 2,5 Millionen Leute im Sommer nach Middelburg. Und Domburg. Das ist so. Du wirst im Ruhrgebiet kaum jemanden finden, der nicht weiß, wo Domburg, Middelburg, Ostkapelle ist. Ja, das ist einfach, es gab damals wahrscheinlich irgendwelche Verträge, ja, so Reparationszahlungen oder was, keine Ahnung, ne, der halbe Pott musste nach Holland in den Urlaub fahren. Und deswegen, als du das gerade gesagt hast, ich hätte eine Wette abgeschlossen, dass du auch irgendwo in die Ecke gefahren bist. Das war aber nicht unser Haupturlaubsziel, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Wir sind immer mit Wohnwagen gefahren, also wir hatten... Ja. Da immer unseren eigenen Wohnwagen, typisches Campingplatzleben. Ja, dann cool. In den 2 Wochen immer mit, also dann als Kind auch immer sich mit anderen Kindern angefreundet, nur für die 2 Wochen dann halt. Aber das war immer eine gute Zeit. Und heutzutage fahren wir im Team jedes Jahr einmal nach Holland. Und zwar nach Renesse dann aber und mieten uns da eine Bude. Ja, ich habe so den Verdacht, ja, dass die Leute natürlich ganz anders zu dir gewesen wären, hätten sie gewusst, dass du Holländer bist. Herr aber Sie waren schon super nett. Ja, ach so, die waren richtig nett. Holländer waren immer nett. Ich kenne Holländer ausschließlich als nette Menschen. Boah, ich habe die richtig netten Holländer erst kennengelernt, als ich erwachsen war. Damals als kleiner Junge in Holland, ich meine, hey, wir reden hier über die 70er Jahre, ja, da waren die Erinnerungen auch noch durchaus etwas andere. Meine Güte, ja, stimmt. Musste ich ganz schön einstecken manchmal am Strand. Ja. Okay, krass. Ja, aber war trotzdem geil, ne? Also ich bin da 30 Jahre oder so hingefahren und ich fahre da immer noch total gerne hin. Aber die richtig coolen Holländer habe ich tatsächlich erst kennengelernt, als ich angefangen habe, in der Games-Branche zu arbeiten. Wir sind 2004, sind wir damals mit 10 oder 11 Firmen zusammen nach Amsterdam gefahren, weil uns die holländischen Spieleentwickler eingeladen haben. Und dann haben wir Amsterdam und unsicher gemacht und haben uns die Studios da angeguckt. Und ich war immer total fasziniert davon, dass die Holländer so wahnsinnig weltoffen sein können. Ne? Während ich da im schnieseligen 70er-Jahre-Holland-Urlaub eigentlich immer das Gefühl hatte, oh mein Gott, ey, sprich mal lieber nur gar nicht oder simuliere Holländisch, sonst kriegst du hier die ganze Zeit nur Ärger am Strand von den großen holländischen Jungs. War das in Amsterdam? Unfassbar. Die sprechen ja alle ein brillantes Englisch. Ne, die sind ja wahnsinnig weltoffen. Das ist echt toll. Da haben wir dann damals die Macher von Guerilla kennengelernt, also von den Guerilla-Studios und so. Das war echt cool. War eine geile Zeit. Ich meine, Holland ist ja auch klar, dass diese weltoffen sind. Die sind ja, also Holland ist ja auch quasi weltweit verteilt, immer so ein bisschen. Mhm. Das stimmt. Mit ihren Kolonien, also von daher. Und halt auch tatsächlich, du merkst einfach, dass es eine Handelsnation ist. Ne? Dass die alle gewohnt sind, international zu arbeiten und zu leben und zu denken. Schon schön. Boah, jetzt habe ich Lust auf eine Frikandel. Ey, Frikandel Spezial. Ja, hey, du kannst ja wohl Holländisch. Ja, nur Frikandel Spezial. Ja, aber das kannst du super. Was ist denn nochmal der Chef von Guerilla? Der kündigt doch immer da auf den PKs die Sachen an. Ich vergesse das gerade. Ist das überhaupt der Chef? Ich weiß es nicht. Ist es Hermann Hulst? Hermann Hulst, genau. Ja. Hermann, ja. Okay. Hermann Hulst. Und kannst du dich noch an die Streamline-Studios erinnern? Sagen die dir was?
Gar nicht. zufällig. Die saßen auch in Amsterdam. Das war ein Grafikdienstleister, den die Fernandez-Brüder gemacht haben. Hector und Alexander Fernandez. Zwei Amis, die aus Gründen nach Amsterdam gekommen sind und da den größten Grafikdienstleister Europas aufgebaut haben, eine Zeit lang. Sind dann irgendwann auch pleite gegangen und so, aber die haben für G2A und all die geilen großen Titel, haben die Grafiken gemacht. Und das Krass. eben auch aus Amsterdam heraus. Ne? Das fand ich auch echt Aber die spannend Streamline damals. Studios, die scheint es noch zu geben. Ja, die sind, Oder wieder. ja, die haben pleite gemacht, haben dann die Markenrechte rausgekauft und haben sich dann in Malaysia oder so nochmal neu gegründet. Und jetzt hat der Hector, der arbeitet mittlerweile bei Sony und ist einer von den wichtigen Ansprechpartnern für Developer weltweit bei Sony. Und der Alexander sitzt eben in Malaysia und hat Streamline Studios wieder aufgebaut. Auch wieder 180 Leute oder sowas. Ein gigantischer Laden. Ich bin, also, da wird ja wirklich für die arbeiten ja an jedem Spiel quasi. Ja, Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon echt an vielen Spielen. ist krass, ne? Ja. Ja. Das ist auch das, was mich tatsächlich an der Games-Branche mit am meisten fasziniert, auf wie viele verrückte, geniale Menschen man hier trifft, ne? Wenn du die Leute kennenlernst, die Spiele machen, die du selber zockst, wo du sitzt und jedes Mal denkst so, boah, was für ein geiler Scheiß, ne? Also ich weiß zum Beispiel, als ich den Lars Gustafsson mal kennengelernt habe, das kreative Genie hinter dem Battlefield-Spielen. Ne? Und dann, der hat eine Keynote gemacht auf der Quo Vadis in Berlin 2000 und schlag mich tot, ich glaube 11 oder so. Und dann haben wir uns da so gut verstanden, dass er mit uns zu einem ziemlich kleinen Event mit 60, 70 Leuten jedes Jahr auf Mallorca gekommen ist. Und dann zu diesem Event gehörte dann auch immer so eine Bootstour am Ende, ja, und dann so ein alter Holzsegler und dann alle Referenten mit dabei und so. Und der Lars, der ist so ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Und diese Mallorca-Tour ist relativ legendär mittlerweile. Ja, da gibt es viele wilde Fotos von, alle von uns in Badehosen. Und dann hängst du in irgendwelchen Netzen auf dem Boot und unterhältst dich mit den Machern vom Battlefield. Ja, das ist schon, Mega geil. Ich bin boah. ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja, das ist auch echt toll, muss ich sagen. Das ist tatsächlich der Aspekt an meinem Job, den ich am meisten liebe, wenn du die Leute triffst, die Sachen machen. Ich habe letztens bei unserer Weihnachtsfeier, da sind wir hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt gewesen mit Aruba, habe ich mit dem Glenn Schofield telefoniert. Sagt dir der was? Das ist einer von den Jungs, die Call of Duty-Spiele machen. Ah, Und also der Name hat mir jetzt gerade auf Anhieb nichts gesagt. Glenn Schofield. Und der ist so ein typisches Beispiel dafür, dass die Menschen in der Games-Branche ganz häufig eben zu kreativ für einen Job sind. Ja, also der Ach, das ist hier leitet, Sledgehammer. genau, Ah. der leitet die Sledgehammer Studios. Und ich finde, die machen jetzt nicht unbedingt die besten Call of Duty-Titel, ne, aus der ganzen Reihe, aber die ist trotzdem natürlich hammermäßige AAA-Produktion und Ja. unfassbares Niveau. Aber der Glenn ist zum Beispiel auch ein ganz begnadeter Maler. Und Oh. als ich den kennengelernt habe, damals in San Francisco während der Game Developers Conference, da war klar, dass er anderthalb Monate später bei uns auf der Quo Vadis sprechen würde. Und dann habe ich den zu so einem Dinner eingeladen. Haben so ein Dinner organisiert für den deutschen Gemeinschaftsstand, eigentlich ziemlich spießig. Ja, und dann kam irgendwann, alle Gäste waren da und dann ging die Tür auf und dann kam so ein Pizzabote rein. Weißt du, so eine große Pappschachtel im Arm, Käppi im Gesicht runtergezogen, ja, irgendwie so ein Sweatshirt an, sowas ähnliches wie ich jetzt hier, ne, und passte so überhaupt nicht da rein. Und ich gehe auf den zu und ich sage, hey, na, was willst denn du hier? Das ist irgendwie, wer bist denn du? Naja, und dann war ich zum Glück so nett und höflich zu dem, dass wir gut ins Gespräch gekommen sind. Ich hätte den auch uncharmant raus jagen können, weil der echt aussah, als würde er irgendwo hin wollen, aber nicht zu uns. Und der, ja, und sagt da, nö, ich bin Glenn. Und ich sage, hey, hi Glenn, was hast denn du dabei? Ja, das sind meine Bilder, ich male immer überall. Ja, und dann macht er den Karton auf und da hat er wirklich irgendwie so DIN A1 große Blätter drin gehabt und hat, egal wo der rumläuft, malt er. Und total geiles Zeug, total geiles Zeug. Porträts, unfassbar. Und hat
3 oder 4 Monate später im Art Museum in San Francisco eine große Ausstellung gemacht mit seinen Dingen. Weißt du, und solche Typen triffst Glaube du ich. in der Games-Branche ständig. Also, ne, Leute, Und denen dabei ein sieht er Job aus zu wie ein wenig Wrestler. ist. Ja, total krass. Total krass. Das ist auch ein echter Ami. Also wir haben noch keine Keynote bei der Quo Vadis gehabt, die so sehr auf Entertain your audience getrimmt war. Ja, also der ist auf die Bühne gekommen mit: Hey, how are you? Na, bla, und dann fing der an, T-Shirts ins Publikum zu werfen. Hey, unfassbarer Typ. Ja, und der will jetzt wiederkommen. Ne? Der will nächstes Jahr, will er wieder auf die Quo Vadis. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, welches Thema und so. Ne? Muss natürlich auch immer spannend sein. Und mit dem habe ich lange telefoniert. Und wie ist Welches das? Jahr, welche Stadt ist diesmal dran? Covadis? Ähm, 2017? ja, wir sind ja jetzt in Berlin und da bleiben wir auch. Also, Achso, es bleibt in Berlin. Okay, das alles bleibt in klar. Berlin, genau. Die Quo Vadis ist dazu sehr etabliert mittlerweile. Weißt du, Berlin als Standort ist schon geil. Das würde ich schon sagen. Ja, also Habe die, bisher auch nur die in Berlin mitbekommen. ja, also die ist wirklich, die macht Spaß. Ich kriege hier übrigens immer Kommentare, ich soll meinen Mauszeiger aus deinem Gesicht nehmen. Ich bade meine Hände in Unschuld. Ich habe meinen Mauszeiger nicht in Piets Gesicht. Gerade nicht, nee. Nee, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn da reinkriegen sollte. Oh, Weil gerade habe ich ihn ja wieder kurz gesehen, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Whatever. mysteriös, mysteriös. Ja. Sag mal, hast du eigentlich viel mit den Leuten aus der Branche zu tun? Und falls ja, wie ist denn dein Eindruck so von der Games-Branche? Zu tun im täglichen Geschäft, theoretisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wir da halt unser Ding machen, womit wir halt viel zu tun haben, sind es logischerweise die PR-Leute. Also wenn die uns halt mit neuen Sachen versorgen, neuen Spielen versorgen, ihren neuen Titeln versorgen, wie jetzt beispielsweise bei Xbox wäre es halt Maxi Graef oder bei EA war es der Sebastian Moritz, der dann ja gegangen ist. Und so, das ist dann halt so, das sind die Leute, die mit uns dann reden tatsächlich. Mit Leuten, die tatsächlich Spiele machen oder mit Leuten, die tiefer in der Branche quasi verwurzelt sind, haben wir höchstens mal dann halt auf der Gamescom oder auf irgendwelchen Events von euch auf der Quo Vadis oder so, wenn du dann mit denen ins Gespräch kommst, dann hat man was damit zu tun. Oder hier, Entwicklerpreis war auch wieder mega geil. Aber ansonsten nicht so viel. Ich hatte mal die Jungs zu Gast, scheiße, jetzt habe ich aber leider dummerweise gerade den Namen vergessen. Die haben so eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gemacht für ihr Spiel. Das war ein echt süßes, grafisch aufwendiges Spiel. Die kamen aus Hamburg. Aber Last Ember. ja, richtig. Die hatte ich bei mir zu Gast im Wohnzimmer und die haben mir dann ihr erstes Bild von dem Spiel gezeigt und so. Das war super cool, aber sowas passiert vergleichsweise selten. Weil sowas auch immer echt zeitaufwendig ist und so. Aber ich habe nicht so viel mit der Videospielbranche intern zu tun. Und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, weiß ich gar nicht. Wir sind ja auch, also man hat dann vielleicht nicht immer den gleichen Blick wie der Zuschauer auf ein Produkt, wenn man zu sehr drinsteckt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Siehst du dich denn als einen Journalisten? Also, wie wichtig ist hier so? Ups, Gesundheit. Entschuldigung, tut mir leid. Nee, kein Ding. Wie wichtig ist dir so journalistisches Arbeiten, Berichterstattung über Spiele? Oder siehst du dich als Entertainer? Ja, journalistische Arbeit, Berichterstattung und so weiter ist mir nicht so wichtig. Mir ist nur halt wichtig, dass du halt nicht, dass du halt, wir sind gestartet als jemand, der eigentlich auf der gleichen Ebene ist oder fast ungefähr auf der gleichen Ebene ist wie jeder, der unsere Videos schaut. Man hat halt sich im Internet informiert über Sachen und dann seinen Senf dazu abgegeben und zwischendurch halt, also beziehungsweise und währenddessen halt irgendwie Quatsch erzählt und gezockt und so weiter und so fort. Und wenn du diesen Status zu sehr verlierst, dadurch, dass du halt komplett drin bist in der ganzen Branche und theoretisch jeden Entwicklungsschritt mitleben kannst von jedem Spiel, rein theoretisch jetzt, dann ist das einfach eine zu große Entfernung von demjenigen, der Zeit investiert, um dich zu schauen, glaube ich. Weil der nicht auf dem gleichen Stand ist wie du. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Vielleicht ergibt es, vielleicht ist es aber auch scheißegal, keine Ahnung. Das sind halt nur so, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich würde mich nicht als Journalisten bezeichnen. Okay. Was mich interessieren würde, jetzt seit einigen Monaten, vielleicht bei euch intern in der Szene auch schon länger, wird ja darüber gesprochen, wie tot sind eigentlich Let's Plays.
Ja, macht es noch Sinn, echte Let's Plays zu machen? Wie siehst du das? Macht es Sinn, Let's Plays zu machen? Das ist eine gefährliche Frage im Endeffekt, weil wann fängt es denn an, Sinn zu machen? Weil macht es, wenn du Bock aufs Let's Plays hast, dann macht es komplett Sinn, Let's Plays zu machen, weil es dich glücklich macht im Endeffekt. Wenn du jetzt allerdings Let's Plays machst, um möglichst viele Leute anzusprechen, dann würde ich das dir nicht unbedingt raten, weil einerseits gibt es zu jedem Spiel 8 Millionen davon, sobald das Spiel draußen ist, und andererseits sinkt das Interesse allgemein. Außer du heißt Gronkh. Aber das heißt du nicht. Das heißt nur einer. So ist, das ist nur der Erik und der macht das weiterhin sehr erfolgreich und gut und schön. Aber ich würde jetzt niemanden, der unbedingt jetzt hier möglichst viele Leute ansprechen will, raten, Let's Plays zu machen. Allerdings würde ich auch nicht unbedingt raten, dass das als Haupt quasi Anfang eines Channels zu nehmen, dass das die Motivation ist, möglichst viele Leute anzusprechen. Das ist, YouTube ist mittlerweile so, dass viele deswegen anfangen. Früher war es noch ein bisschen anders. Wo siehst du denn eure Zukunft als PietSmiet TV? PietSmiet TV, hä? TV? Also, PietSmiet? ja, wir haben unseren Spaß und werden erstmal so weitermachen. Das ist halt so ein bisschen, ne? Früher, also uns hat immer jeder gesagt, ja, das hält nicht lange. 2 Jahre Maximum. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, ich würde halt nicht mit klassischen Let's Plays anfangen. Was wir halt machen, ist noch ein bisschen was anderes. Wir machen halt super viel Multiplayer. Das war schon immer so ein bisschen unser Ding. Und zocken dann da und sind halt wir Jungs, wie wir halt sind. Und uns wird immer gesagt, das hält nicht lange, aber wir machen das jetzt 5 Jahre und ich werde das so lange weitermachen, bis uns keiner mehr guckt. Ja. Hast du ein Problem damit, wenn die Leute oder wenn die Community das, was du machst, nicht gut findest? Also, Ja. okay, also Wir das haben ist für gestern, dich gestern schon der beispielsweise Maßstab, haben ne? wir, ja, gestern haben wir so ein Werbevideo gemacht für Kaspersky Antivirensoftware. Da war das Feedback durchaus negativ und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich stimme da einigem Feedback durchaus zu und das müssen wir auch angehen. Und ja, ich nehme das auf jeden Fall durchaus ernst. Ja, es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist halt mein Stil, das ist halt mein Stiefel, ne? Den ziehe ich mir an und damit laufe ich. Und wer mitlaufen will, ist herzlich willkommen und wer nicht, dann nicht. Und es gibt Leute, die machen Entertainment ja sehr klar für ihre Fans, für ihre Community. Ne? Also würdest Es du muss ein eher. Mittelding sein, meiner Meinung nach. Ich habe schon beides erlebt, was halt in die Hose gegangen ist. Jemanden, der sich komplett auch jeden Kommentar so zu Herzen genommen hat, dass er versucht, den umzusetzen, und dadurch quasi seine Zuschauerschaft immer mehr verringert hat, immer mehr zugespitzt hat, sodass nachher niemand mehr da war. Während halt so kompletten Scheiß aufs Feedback zu geben, sorgt dafür, dass man halt wieder den Kontakt oder du nimmst dann deine Zuschauer nicht ernst. Und das ist halt ein Riesenproblem, meiner Meinung nach. Also sicherlich ist nicht jeder, der da kommentiert, der weiß unbedingt, was Sache ist oder der weiß es besser. Manchmal hast du schon das Gefühl, okay, du darfst dich jetzt nicht zu sehr verbiegen lassen oder das geht mir gegen den Strich oder das mache ich jetzt so, weil ich das will und dahinter stehe. Aber du darfst halt weder komplett nicht auf deine Zuschauer hören, noch komplett wohl. Also es muss immer irgendwie, es muss so eine Augenhöhe sein, aber es ist halt immer noch dein Channel. Jetzt gibt es ja mit der Gamescom einmal im Jahr ein Event, wo ihr total auf eure Zielgruppe trefft. Ne? Wie ist das, wenn man plötzlich den Menschen in echten Leben gegenübersteht, wenn ihr auf eine Bühne kommt und da flippen 1000 Leute aus, ist das etwas, wo man sagt so, wow, dafür mache ich das? Oder ist es eher beängstigend und man steht da und denkt so, meine Güte, das, also ne, Erik hat mal gesagt, dass er jedes Mal wieder völlig geflasht ist, wenn er da vorne auf so einer Bühne steht und dann mehrere tausend Leute kreischen und sich freuen, dass er auf der Bühne steht. Das macht ihm durchaus auch Angst. Ja, Wie also, ist das? ich mache es auch nicht dafür. Also ich mache es tatsächlich, also das Beste ist immer, wenn du was Neues ausprobierst, wie beispielsweise bei mir waren es dieses Jahr jetzt vor kurzem, habe ich mich ein bisschen so mit Vlogs beschäftigt, habe da 1, 2, 3 gemacht. Und da geierst du wirklich nach dem Feedback, ne? Haust immer auf die F5-Taste, um den Browser neu zu starten und liest dir jeden Kommentar durch. Und es ist halt super geil, wenn das positiv ist. Was hast du Und dann halt. gemacht? Wie Lux?
also so quasi Real-Life-Videos mit meiner mit einer echten Kamera aufgenommen, wo ich dann halt irgendwo hingefahren bin oder sowas. Vlogs, ja. Und das ist halt, die halt interessant zu machen, ist halt nicht so einfach, beziehungsweise ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und das, wenn du dann halt dich lange mit etwas beschäftigst, da Arbeit dran steckst, das dann online stellst und die Leute das super finden, dann ist das das beste Gefühl, was dir dieser Job geben kann, meiner Meinung nach. Aber es ist, also für mich ist dieses auf die Bühne gehen und dann angefeuert werden komisch und ich zieh's durch, weil das schon irgendwie cool ist, aber wenn das nicht da wäre, könnte ich damit leben, durchaus. Ich fand beispielsweise bei unserer Tour, wir haben eine Tour gemacht dieses Jahr, das war sogar noch viel krasser als zur Gamescom, wo wir 5 Städte bereist haben und da aufgetreten sind mit so einer Art Comedy-Programm, sage ich jetzt mal. Ach, cool. Und Comedy-Programm ist ein bisschen zu viel des Guten, aber es war schon echt, wir haben uns Gedanken gemacht, wir sind nicht einfach dahin und haben ein Lied gesungen und dann 20 Euro für Unterschriften verlangt, sondern wir haben uns schon Gedanken gemacht und da echt eine Show gemacht und danach halt Autogramme gegeben bis zum letzten Mann, teilweise bis 2 Uhr morgens, wir wurden rausgeworfen aus den Dingern und so weiter und so fort. Und was mir mehr hängen geblieben ist, ist, als auf der Bühne zu stehen war, sind halt wirklich die Autogrammstunden danach gewesen. Weil dieses, okay, 2000 Leute, das ist falsch, aber 800 Leute lassen die Halle zum Beben bringen und schreien halt, das ist cool auf jeden Fall, aber den Leuten dann halt wirklich und 80% der Leute, die da waren, sind dann da geblieben, um sich ein Autogramm abzuholen und haben auf 4 Stunden gewartet oder sowas. Ja. Und das ist halt ein Commitment, wo du erstmal merkst, wie viel die tatsächlich das, was du machst, wertschätzen. Und es gibt auch da wieder, das ist so dieses gleiche Gefühl, das setzt sich auf eine Ebene, das ist der Hammer. Wie geht man denn damit um, wenn man feststellt, boah, ich bin jetzt ein Star? Ich bin jetzt bekannt? Ja, ich meine, das ist ja nicht das Ziel dessen gewesen, was du damals gemacht hast mit 2007, 8, 9, die ersten Videos hochgestellt, sondern es ist ja, die Leute wertschätzen die. Ehrlich gesagt, verliert man da ein bisschen, also so war es bei mir zumindest, das hat im Endeffekt einfach dafür gesorgt, dass ich gemerkt habe, dass Leute, die von den Medien als Stars bezeichnet werden, nicht viel besser sind als der Rest. Weil ich, wenn auf einmal ich selber bezeichnet werde und denkst so, hä? Und du guckst dir dann halt, das, im Endeffekt ist das die einzige Änderung, so Schauspieler oder so weiter. Jetzt weiß ich zumindest ein bisschen, wie die sich mal gefühlt haben und die werden genauso gedacht haben, hä? Das sind halt einfach irgendwelche Ottos, die genauso in irgendwelchen Wohnungen gammeln und halt vielleicht mal einen geileren Wagen fahren, aber genauso sind wir alle anderen auch. Und deswegen ist das jetzt nichts, worüber ich irgendwie nachdenken würde oder sowas. Siehst du dich in der Verantwortung, zu aktuellen Themen Bezug zu nehmen? Also 2016 ist ja echt ein krasses Jahr gewesen. Und es sind unheimlich viele Sachen passiert, wo man sich episch lang und breit darüber äußern könnte, vielleicht auch darüber äußern müsste. Wie ist das bei dir, wenn sowas wie in Berlin passiert oder so, juckt sie in den Fingern zu sagen, jetzt sage ich mal, was ich politisch für nötig halte, oder sagst du, oh, nicht mein Thema, auch wenn ich eine große Meinung dazu habe? Wir haben den Beatcast, das ist unser wöchentlicher Podcast, der wahnsinnig erfolgreich ist, also von echt vielen Leuten gehört wird jede Woche. Und da diskutieren wir über alles. Mhm. Über alles, was uns beschäftigt. Gott und die Welt. Auch das, was in Berlin passiert ist und so weiter und so fort. Wir sagen allerdings immer dabei, dass wir keine Experten sind. Oder zumindest sollten das die Leute wissen. Wir sagen es jetzt nicht jedes Mal dabei, aber wir haben es schon häufig genug gesagt. Weil das, was wir halt, das ist, wir haben eine Meinungsbildung, ja. Aber ich würde uns jetzt nicht als die Informiertesten der Welt bezeichnen, wenn es um Politik oder sowas geht. Ja, Einwanderungspolitik ist so komplex, kann man sicherlich seine grundsätzliche Meinung haben. Bin ich offen, will ich Menschen helfen oder will ich mich primär um mich selber kümmern? Das sind jetzt so Grundsätze, klar, dann sagen wir halt, okay, wir tendieren mehr zu dieser offenen Nummer, aber wie man das jetzt genau in der Realität, in Gesetze umsetzen sollte, das geht über unseren Kopf hinaus, aber wir beschneiden uns nicht in unserer Meinungsäußerung groß, weil wir irgendwie Angst davor haben, dass irgendwelche Leute damit nicht zufrieden sein könnten. Wir kriegen regelmäßig online quasi Gegenwind für Dinge, die wir sagen, aber wir werden uns niemals selbst zensieren, deswegen. Außer als Schimpfwort, es gibt so 3-4 Wörter, die wir versuchen zu mal vermeiden, weil das nicht gut ist. Naja, komm, das ist ja eine Zensur, die kann man ja durchgehen lassen, ne? Yeah. Ja. Du,
mal einen Rückblick auf 2016. 2016, pass mal auf, ich habe hier passend zu der Meldung von gestern, habe ich, ich war gestern in Rogue One. Ja. Ich habe im Cinemax diese Tasse bekommen mit dem Rogue One-Paket. Dummerweise muss man die immer wieder ausmachen, weil sonst atmet mich Darth Vader hier eine Stunde lang an. 2016 ist ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Stars uns da verlassen haben, ist ja echt ein Schlag in den Nacken gewesen. Ne? Und gestern dann auch noch die ewige Prinzessin Leia. Was war denn so dein Starverlust 2016? Gab es jemanden, wo du gesagt hast, boah, nee, ey, wie kann das sein? Oder sind das eher Leute gewesen aus meiner Generation? Das ist... Wer ist denn dieses Jahr nochmal alles? Guido Westerwelle fand ich krass. Das fand ich auch krass. Vor allen Dingen, weil ich echt gedacht habe, der hat es doch geschafft. Also ich meine, der war doch wieder gesund. Ne? Plötzlich Guido Westerwelle tot. Dann Miriam Pielau mit 41 Jahren hier im Einzelhandel. Ja, aber da hatte ich keinen Bezug zu, weißt du? Guido Westerwelle hat, also unabhängig davon, dass er halt immer so politisch verarscht wurde, weil er halt auch diese 18%-Nummer, ich glaube, die kam damals auch von ihm und so weiter und so fort. Das ist halt alles, konnte man sich drüber, super drüber lustig machen, aber auch allgemein, ich hatte trotzdem immer wahnsinnigen Respekt vor dem, muss ich sagen. Und habe halt wirklich einen Bezug. Der hat mich wirklich auch als Kind, meine Eltern haben dann immer, wie hieß das denn noch, die Wochenshow geguckt und so weiter und so fort. Ja. Der war da ja regelmäßiger Gast, also im Sinne von verarscht werden und so. Ja. Und aber trotzdem habe ich halt Respekt vor dem Mann gehabt. Und das ist einfach was gewesen, womit ich null gerechnet habe. Und das hat mich echt irgendwie verwirrt und fand ich ganz schön scheiße. Ich fand das auch kacke. Ich fand den Typen auch super. Also vor allen Dingen fand ich es extrem mutig, als schwuler Außenminister, ja, sich öffentlich geouteter Außenminister, oder nee, ja, Außenminister, homosexuell, meine ich natürlich, tatsächlich draußen rumzulaufen und das Rückgrat zu haben, sich in allen möglichen politischen Situationen mit bekennenden Schwulenhassern und so hinzustellen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal gern haben. Das war schon krass, ne? Dass zu der Zeit eine Frau als Chefin, ein schwuler Außenminister, da hat mir Deutschland echt in der Außenwahrnehmung gut gefallen. Naja, ich meine, Prinzessin Leia gestern gestorben, George Michael. Ja, also fand ich, ist jetzt natürlich auch scheiße, aber ich muss auch sagen, irgendwie bin ich da mittlerweile dieses Jahr fast schon abgestumpft. Das habe ich halt gelesen und dachte so, holy shit. Ich hatte das gelesen, wo die den Herzinfarkt am Flugzeug hatte und dann halt echt schon ein paar Minuten weg war. Aber trotzdem, das hat mich halt zu kurz geschockt. Aber dann war auch wieder, also dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. So. Das war schon irgendwie, keine Ahnung, komisch. Aber ich habe auch zu der irgendwie, ja, Star Wars fand ich immer ganz cool, aber ich kannte sie auch als Menschen null. Also wirklich so auch, ich habe sie nicht persönlich verfolgt. Ich weiß halt, okay, sie hat die Filme gemacht, die Star Wars Filme gemacht, als Schauspielerin, wo ich es echt cool fand. Aber das war so mein Bezug zu ihr. Viele haben ja sie auch weiterverfolgt und haben dann Statements gepostet und kannten dann halt und kannten sie als starke Frau und so, aber das wusste ich alles nicht von ihr. Ja. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht so krass. Ja, für mich, ne, ich bin mit ihr groß geworden und dann habe ich sie auch sehr schnell aus den Augen verloren. Also es war jetzt auch nichts, was mich total geschockt hat, aber es passte einfach so absurd in diese Reihe. Ne? Ich meine, Prince ist gestorben, Prince, mein Idol. Ja, also mit dem bin ich groß geworden, 1999 und die ganzen Sachen. Und wie hieß er? Alan Rickman. Ein ganz großer Schauspieler, fand ich. Ja. Die Harry Potter-Filme waren ja eigentlich vor allen Dingen durch ihn richtig geil. Ja, als Professor Snape. Das großartiger. Ganz vor allen Dingen ist er doch auch Hans Kruger gewesen, oder? In Stirb langsam. Oh ja, das ist, natürlich. Das ist so die Rolle, an die ich mich primär zurückerinnert habe, weil ich die Harry Potter-Filme nie so gefeiert habe. Und er war in dem Kevin Costner Robin Hood, war er der Sheriff von Nottingham. Erinnerst du dich? Ja, nee. Nee. mit der großartigen. Ich kann überlegen, ob er bei Leon der Profi auch der drogensüchtige Polizist war. Oh, das weiß ich wieder nicht. Das weiß ich nicht. Oder war das jemand anders? Ja, bei diesem Robin Hood, da gibt es diese großartige Szene, wo er seinem Lakaien da sagt, ey, ich schneide dir das Herz raus mit einem Löffel. Und der Typ dann sagt, warum denn mit einem Löffel?
Weil es mehr weh tut, du Idiot. Ah, großartige Filmzitate. Ja. Ja, also ich klicke hier gerade nach wie vor die Liste durch. Hey, Bud Spencer. Aber der Ja. durfte auch, ne? Ich meine, 86 Jahre alt. Mein Gott. Hat mich jetzt auch nicht so. Ich glaube tatsächlich, die Jahre, wo viele Leute sterben, die mein Leben teilweise sogar geprägt haben, weil sie meine Vorbilder waren, die kommen, glaube ich, noch. Ja, Aber also. es war schon mal ein unangenehmer Anfang. Ja, es ist, die Leute sind jetzt halt aber auch tatsächlich in einem Alter, alle irgendwo zwischen 70, 80. Ne? Kann man Ja, sagen, was man aber will, es gehört halt auch dazu. teilweise jüngere Leute, ne? Das war ja dieses Jahr schon irgendwie echt krass, so eine 60-jährige, Ja. Ja, Carrie Fisher, ne? ja, genau. Das ist Ja. halt schon wieder ein ganz anderes Alter und Westerwelle war auch nicht so alt, gar Nee, nicht. Also, das stimmt. Ja, das Miriam ist schon. Pilau war 41. So, mit der Miriam Pilau verbindet mich eine kleine Anekdote. Wir haben mal zusammen einen deutschen Entwicklerpreis moderiert. Und zwar damals noch in der Lichtburg in Essen. Bei dem Entwicklerpreis damals ist so viel schiefgelaufen, dass die Miriam mir hinter den Kulissen am liebsten, glaube ich, den Kopf verkehrt rum aufgesetzt hätte. Und die hat das aber hochprofessionell durchgezogen. Und sie ist der Grund dafür, dass wir seit dem Jahr danach einen Regisseur beim Deutschen Entwicklerpreis haben. Ja. Und insofern habe ich tatsächlich mit Miriam die letzten 10, 12 Jahre immer mal wieder sporadisch Kontakt gehabt und irgendwann konnten wir auch ganz großartig darüber lachen, was damals alles so passiert ist auf der Bühne. Aber na, da ist Martin Kesici, der hatte damals kurz vorher seine Star Search gewonnen und ist dann als Showact aufgetreten und wir hatten vergessen, dass seine Band natürlich auch die Instrumente aufbauen muss und die haben die nach dem Soundcheck abgebaut und dann haben Miriam und ich 20 Minuten auf der Bühne diese Aufbaupause überbrückt. Meine Scheiße. Herren, meine Herren, ja, mit spontanen Interviews, mit Gesangseinlagen und im Publikum in der Lichtburg saßen 1000 Leute. Ja, das war, also wenn du mal irgendwann das Gefühl hast, bei euren Live-Auftritten geht was schief, dann denk an so eine Situation. Schlimmer als das kann es eigentlich niemandem ergehen. Aber sie hat es durchgezogen. Das ist Das dann ist das echt. Zeichen einer professionellen. Ja, das war echt cool. Du, Eine Sache muss ich noch sagen. bitte. Peter Lustig hat mich, glaube ich, Ach, das. stimmt. Den hat sich den. Ach, der Peter, ja, bei dem bin ich noch gar nicht gelandet. Ich bin jetzt hier bei 62 von 81 Leuten. Ja, Peter Lustig, ey. Boah. Der hat mich auch begleitet. Ja, mich auch als Kind wahnsinnig. Ja. Ja. Abschalten jetzt. Hier gibt es Ja. nichts mehr zu sehen. Los, abschalten. Fand ich immer so genial einfach. Ja, sein eigenes Programm über alles andere zu setzen. Ja. Aber er hatte sogar recht damit. Ja, cool gemacht. Ne? Hier, Ja. Roger Cicero sehe ich gerade. Da war ich auch baff. Ey, den hat es im Alter von 45 Jahren mit einem Hirninfarkt. Das ist ja auch so eine fiese Schweinerei, ey. Machst du noch einen Auftritt kurz vorher und danach fällst du einfach tot um. Ja, muss gar. Fand ich ganz großartiger Musiker. Ganz, ganz groß. Ja, Peter Lustig, da ist er. Roger Willemsen, ja. Ach Mann, naja, hoffen wir mal, dass 2017 uns jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe lässt und nicht direkt wieder mit irgendwelchen Idolen weitermacht. Ich habe echt totale Sorge um so Leute wie Harrison Ford und Sting. Ja, das sind die Früher oder bitte. später wird es kommen, Stefan, ne? Dann wird's. Ja, danke. Danke, danke. Ja, ist Mach halt mir einfach Mut, so. mach mir Mut. Ja, das ist. Mann. Keine Ahnung, das ist halt scheiße, aber Ja. passiert. So, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? 2017. Was sind denn deine Ziele für 2017? Was habt ihr vor nächstes Jahr? Coolere Videos machen tatsächlich. Also wir Coolere. haben letztens schon ein Treffen gehabt, jetzt noch vor unserem einwöchigen Betriebsurlaub, in Anführungszeichen, wo wir uns echt coole Formate ausgedacht haben, wo wir auch viel Neues ausprobieren werden. Einfach eine kreative Weiterentwicklung auch. Da habe ich richtig Bock drauf und das will ich schaffen, coolere Sachen zu machen. Ansonsten halt, also es ist jetzt, ja, ein Mensch braucht Ziele. Im Endeffekt ist mein Ziel immer, alles besser zu machen.
Aber ich habe jetzt nicht so, okay, wir müssen das verdoppeln. Wir Ja. müssen das verdreifachen. Ja. Nein, ich muss erstmal meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und dann hoffen, dass alle mitziehen. Welche Spiele kommen nächstes Jahr, auf die du dich richtig freust? Das muss ich noch recherchieren. Ich will heute noch ein Video aufnehmen auf die Top-Titel 2017 und ich habe gerade aktuell null Überblick, weil ich gedanklich noch ich muss heute zwei Videos aufnehmen. Einmal Top Flop 2016 und einmal Top 2017. Und Ja. ich habe gerade nicht so aus dem Kopf, also ich weiß, dass Mass Effect auf jeden Fall in der Most Wanted 2017 Liste bei mir mit auftauchen wird. Schon mal so als Spoiler für jemanden, der von unseren Videos schaut und hier zuhört. Ja. Weil Mass Effect finde ich ganz, ganz toll. Mass Effect, echt? Ja, ich Okay. Ja, liebe ist Mass auch Effect. ein großartiges Spiel, aber ich hab's, boah, ich hab's schon echt lange nicht mehr gespielt. Auf welcher Plattform spielst du eigentlich am liebsten? PC, alles PC, soweit wie möglich PC. Ich habe jetzt gestern, weil ich es einfach aus beruflichem Interesse, nenne ich es jetzt einfach mal, musste, auch hier The Last Guardian Versuch gegeben. Und eigentlich hätte mich dieses Spiel, glaube ich, echt gecatcht. Aber diese Kamera und bei mir war es auch echt buggy. Ich konnte es nicht zocken. Ich musste aufhören wieder und ich werde es auch nicht mehr anpacken. Dauernd bin ich da durch irgendwelche Wände irgendwie durchgeglitscht und sowas. Die Kamera wollte überhaupt nicht machen, was ich will. Das hat Ja. mich wahnsinnig gemacht. Wollte ich jetzt Ja. nur mal einwerfen, weil ich sonst wahrscheinlich nirgendwo erzähle. Ist aber bei mir ähnlich. Ja. Also ich spiele ganz stark mit dem Gedanken, mich jetzt mal in die VR-Welten zu stürzen und tatsächlich deswegen auch eine neue PlayStation zu holen und mir das mal in Ruhe anzugucken. Ah ja. Was hältst du von VR? Ich habe die Vive hier liegen. Ich hatte sie am Anfang auf, fand es sehr faszinierend und musste sie dann abbauen, weil Dennis sie ausleihen wollte. Der hat sie dann ausgeliehen und nie gezockt und mir zurückgegeben. Und jetzt bin ich seitdem zu faul, die wieder aufzubauen. Ja, okay, also Weil du das echt kommst. aufwendig ist mit diesen Dingern und so weiter und so fort, diesen Reflektoren, die du dann schräg gegenüber an den Wänden, in die Wände bohren musst oder sowas. Das habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, PlayStation? Habe Hast du ich dir das nicht. schon? Ah, okay. Und das ist es mir auch nicht wert erstmal. Also die Vive-Spiele, die ich gespielt habe, waren alle ganz nett, aber nichts, wo ich sagen würde, super geil. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe es jetzt ein paar Mal auf meinen eigenen Veranstaltungen aufgehabt und ich fand es hat mich total geflasht. Es hat mich echt umgehauen. Und ich glaube, dass das der ganz, ganz große neue Trend ist. Habe aber überhaupt keine Ahnung, wie, wenn ich mich in einem VR-Spiel bewege, wie da zum Beispiel die Kommunikation mit anderen Gamern ablaufen soll. Ja, ich meine, ich habe ja dann keine Tastatur oder schreibe mal eben in den Chat was rein. Also das bin ich echt mal gespannt. Ich habe schon mal Multiplayer VR gespielt mit der Vive tatsächlich. Aha. Und das war ein Golfspiel mit einem anderen YouTuber, Dalukart, super Typ. Ja. Und du konntest dann, also bei Golf hast du halt logischerweise einen Schläger in der Hand. Und du konntest dann halt auch sowas wie mit dem Schläger winken oder sowas. Und das hat der andere dann auf dem Golfplatz gesehen. Ja, ach Und das ist lustig. schon super geil. Also das Ja. war ein richtig krasses Gefühl, muss ich sagen. So dieses, okay, der winkt mir gerade zu, und ich habe mit ihm halt noch geredet währenddessen, weil wir hatten halt, ich hatte dann halt noch zusätzlich so ein Headset auf quasi. Und dann haben Ja. wir halt über Teamspeak gequatscht, während wir dann halt in dieser virtuellen Welt zusammen Golf gespielt haben. Und das war schon echt cool. Ja, na, wahrscheinlich wird es auch genau in die Richtung gehen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so den klassischen Chat da irgendwie noch mit einbindest. Nee. Aber bin Also gespannt. Tastatur ist ja, geht ja auf gar keinen Fall. Nee. Ich habe gerade mal bei den Kollegen von der PC Games Hardware, einfach weil ich gegoogelt habe, da die Spiele-Release-Tabelle für 2017 aufgemacht. Und ich freue mich von den Dingern, die hier stehen, auf jeden Fall sehr auf das nächste Warhammer. Da bin ich schon mal gespannt. Okay. Das nächste Star Wars Battlefront, der soll Aber wohl ist im das schon safe oder ist das nur so Herbst ein... 2017 steht hier drin. Das ist Ja. schon so sehr meins. Ne? Dann steht hier ein Spiel drin, was ich gebackt habe von Portalarium, Shroud of the Avatar. Ja? Da bin ich echt mal gespannt, ob das was wird. Da habe ich jetzt viele Alpha-Versionen von gespielt und das ist echt. Was ist das? Ja, das ist von Richard Garriott, von Okay. Lord British. Ja, das Ja. neue Rollenspiel. So.
Ne? Und das ist Okay. eigentlich der Held meiner Jugend, der hat die ganze Ultima-Reihe erfunden. Ne? Ultima Online, Ultima gab es, glaube ich, 8 Teile von. Ein super Typ, hat so viel Geld damit verdient, mit der Spieleentwicklung, dass er irgendwann 20 Millionen Dollar dafür ausgegeben hat, ins Weltall zu fliegen. Der ist der 8. Weltraumtourist gewesen. Und also völlig abgedrehter Kerl, wohnt in einem eigenen kleinen Minischloss in den USA mittlerweile und hat halt über Kickstarter sich hier Shroud of the Avatar finanziert, 3,5 Millionen oder so eingesammelt, um das Spiel zu machen. Aber da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das wird. Warte mal, dann Star Citizen. Boah, da glaube ich ja noch nicht dran. Nee, ich auch nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Hast du das schon mal gespielt? Hast du schon mal reingeguckt? Ja, ich habe schon mal reingeguckt. Das war, ich habe letztens habe ich es noch gesehen. Ich glaube, das war irgendwann im Februar 2015. Das heißt, es wird Anfang dieses Jahr mal wieder Zeit. Ich bin ja auch Bäcker, und ich müsste mal gucken, wie die neueste Version aussieht. Ja. Ich truste in dieses Game, dass das cool wird, aber nicht, dass es 2017 rauskommt. Ja. Ich meine, der Typ ist ein Phänomen, ne? Wie viel hat er eingesammelt? 130 Millionen Keine Ahnung, mittlerweile? das wird ja auch immer mehr, weil da Ey. bringen wir wieder neue Schiffe raus und die Einnahmen gehen ja auch in die Entwicklung wieder und so weiter und so fort. Das ist ja ein Totaler Wahnsinn Wahnsinn, ey. einfach. Boah, wehe, das klappt nicht. Wehe, das Spiel wird nicht gut. Ich habe es natürlich auch gebackt, ne? Aber ich habe es noch kein einziges Mal gespielt. Ich habe Angst davor, das zu spielen, weil ich glaube, also die Gefahr ist relativ groß, dass ich so enttäuscht bin, dass ich danach sage, leckt mich alle an der Fott, ich spiele das nicht mehr. Muss das Spiel erstmal spielen können. Ja. Technische Voraussetzungen sind der absolute Oberwahnsinn. Ja, 3 PCs in Reihe geschaltet. Ja, Bin gespannt, ja. sozusagen. Ja, The Long Journey Home kommt auch von unseren guten Freunden von Dedelic und unserem lieben Andreas Steinicke, wollte ich jetzt gerade sagen. Mein Gott. Andi, wie heißt denn du mit Nachnamen? Sag mal. Ja. Der hier in. Ach, guck mal, ich capture meinen Mauszeiger mit, sagt der. Soika, meine Fresse, ey. Ich habe aber hier auch gerade auf dem Kanal gestanden. So, der liebe Andi, der hier in Düsseldorf das Spiel entwickelt. Hast du dir das schon mal angeguckt? The Long Journey Home? Oder einfach Long Journey Home? Nee, habe ich mir noch nicht Oh, angeguckt. mach mal, ey. Das ist echt eine Perle. Prozedural aufgebautes Weltraumspiel. Und du, der Titel ist Programm. Der Titel ist Programm. Warte mal, So. macht das nicht der Andreas auch mit? Genau, Andreas Suika. Den meinte ich. Ja. Naja, mir fiel nur gerade der Nachname nicht ein, aber echt absurd. Ich werde einfach alt. Und die sitzen hier in Düsseldorf und entwickeln das von Düsseldorf aus. Richtig, also er wird mir irgendwann mal eine Version geben, das haben wir schon abgesprochen, Ja. aber noch habe ich es nicht Ja, gespielt. da bin ich echt gespannt. Und ansonsten, was gibt es hier noch? Warte mal, The Inner World ist auch Pflichtkauf. Spellforce 3, auch ein deutsches Ding. Bin ich echt mal gespannt, ey. Hast du die mal gespielt, die Spellforce-Sachen? Nee. Ich weiß, gab es da nicht damals einen riesen Stress drum um irgendeinen Spellforce-Teil? Ja, Da weiß vertue ich ich gar mich nicht. gerade mit einer anderen Serie. Gab's, nee, eigentlich nicht, dass ich wüsste. Es gab irgendwie, warte mal, wie hieß denn der zweite Teil von, ist auch Sacred, ne? Der Sacred gibt Nachfolger, es auch, ja, ja. Sacred, da gab es ein Riesentheater drum bei Sacred 3, dass sie da das Herz des Spiels kaputt gemacht haben und alles ganz neu und ganz anders wurde und man ja nur noch den Markennamen benutzt hat, um Leute abzugreifen, bla bla bla. Ich fand es zwar trotzdem ein cooles Spiel, aber halt war nicht mehr das Original Sacred. Ne? Okay. Ja. So, jetzt gucke ich mal hier wieder in unseren Kanal hier. So, Herr Suika, Suika, Suika. Jetzt haben alle möglichen Leute gesagt, Suika, Suika. Ja, vielen Dank. Den dritten Teil hat Keen gemacht, genau, mit Koch. Guck mal hier, unser Twitch-Kanal, Chat-Kanal, der quillt über vor schlauen Kommentaren. Die haben wir jetzt die ganze Zeit ein bisschen ignoriert. Ne? Ne, ich habe das schon durchgelesen ein bisschen. Ja, gut. So. Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr
gespannt, wie das nächste Jahr wird. Gamescom 2017 wird mit Sicherheit wieder das Jahreshighlight. Also ich fühle mich da jedes Mal wie bei einem gigantischen Familientreffen. Ich am liebsten, wir bräuchten da so ein Zeltlager für uns alle. Ja, wo die ganze Branche alle abends dann am Lagerfeuer sitzt und zusammen irgendwie feiert oder so. Ich finde, die Gamescom ist mit das Beste, was man so im Laufe des Gaming-Jahres hier in Deutschland erleben kann. Ne? Ja, also wir haben dieses Jahr ein bisschen da auch unser Konzept überarbeitet. Wir haben die letzten Jahre immer ausschließlich quasi Zuschauern Autogramme gegeben und so. Dieses Jahr haben wir das zurückgefahren auf organisierte Autogrammstunden und haben jetzt auch wieder Spiele spielen können. Und das war ganz toll. Macht ihr was Eigenes? Also einen eigenen Stand oder so? Oder ja, wir hatten dieses Jahr auch einen eigenen Stand mit halt Merch und haben da dann auch unsere Autogrammstunden gegeben. Ja. Und ansonsten sind wir halt durch die Gegend gelaufen und haben Spiele gespielt. Und das war geil. Ich liebe Spiele. Spiele. Ja. So, du, traditionell erlauben wir jetzt natürlich den Leuten aus unserem Chat auch nochmal dir Fragen zu stellen. Und dann sollten wir so langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Das waren jetzt, eine gute Stunde sind wir jetzt dran. Sehr launig, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber, liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt noch Fragen an Peter habt, ich habe die einmalige Gelegenheit, die loszuwerden. Naja, einmalig stimmt. Naja, komm, das sagt man so. Ja. Ja, gut. Schreibt da Peter, du ihr musst könnt ihn auch einfach gleich in einer Komodo schreibt Peter, du musst zu André und Jochen in den Auf ein Bier-Podcast. War ich sogar schon mal. Hey, André und ganz Jochen. Zu Anfang, als sie noch ganz, ganz winzig waren und nicht Millionen über Patreon eingenommen habe. Guck mal hier, Jan Theissen, mit dem ich gestern zusammen war hier, ne? Fragt, wie würde für Peter das perfekte Let's Play-Stream-Spiel aussehen? Erstmal Jan, Respekt für die Zwerge. Also das, was ich gespielt habe bisher, war sehr, sehr geil. Und du warst auch schon bei Auf ein Bier, die Folge habe ich angehört und die war auch sehr cool. Um deine Frage zu beantworten, die ist sehr schwierig, mal eben so schnell zu beantworten, weil da müsste ein bisschen mehr Gedanken, glaube ich, reingehen. Es müsste auf jeden Fall ein Spiel sein, das ist dann immer so perfekt für uns, wo so dieses typische Traitor-Szenario, so wie bei TTT, ja, dass eine oder mehrere Leute andere Leute betrügen müssen und denen was vorlügen müssen. Aber vielleicht mit einem neuen Twist. Aber das ist das, was mir super viel Spaß macht. So ein bisschen wie Secret Hitler, aber Secret Hitler ist sehr, sehr lang und sehr, sehr stressig. Aber TTT ist das Ganze in kurz. Allerdings ist TTT halt auch super unpolished. Sowas in die Richtung ist für uns das perfekte Spiel und macht wahnsinnig viel Spaß. Irgendjemand muss den anderen belügen oder es muss irgendwelche sozialen Experimente geben und dann haben wir Laune ohne Ende. Cool. Schau mal, dann hat hier jemand gefragt, wie eigentlich der Tagesablauf bei dir in der Firma aussieht. Elia Rebhuhn. Ja, allein wegen dieses Namens müssen wir die Frage unbedingt beantworten. Elia Rebhuhn, Elia. So ab 9 beginnen wir die Videos für den Tag einzustellen mit Thumbnails und Beschreibungen und sowas. Je nachdem, wie viele man, also wir haben das halt aufgeteilt. Wenn ich halt 3 Videos an einem Tag hochlade, dann mache ich es halt früher. Ab 10 fangen wir an mit den Aufnahmen. Also ab 10 treffen wir uns in Teamspeak und diskutieren halt Dinge, beziehungsweise fangen an aufzunehmen bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr wird dann halt geschnitten oder anderweitig vorbereitet, E-Mails beantwortet und so weiter und so fort, bis halt wir fertig sind und dann geht es am nächsten Tag weiter. Außer Samstag und Sonntag. Echt? Da macht ihr richtig frei? Ja. Cool. Boah, ey, jetzt kommen aber richtig viele Fragen. Ne? Ich glaube, wir brauchen ja noch 2 Stunden. Glibber Games fragt zum Kaspersky-PP. Was hat das deiner Meinung nach mit Pete Smith zu tun? Haben wir ja eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ne? Ja, wie gesagt, also ich hab heute schon gesehen, dass gestern es einige durchaus valide Kritikpunkte bei unserem Werbevideo zur Kaspersky-Antiviren-Software gibt. Was hat das mit Pete Smith zu tun? Keine Ahnung, wie definiert man Pete Smith?
Ich halte uns halt für Leute, die Rechner benutzen und Rechner müssen auch geschützt werden. Soweit erstmal der grundlegende Zusammenhang. Jeder Gamer hat wahrscheinlich irgendeine Antivirensoftware. Ich sehe da schon durchaus einen Zusammenhang, aber ich sehe vor allen Dingen auch durchaus berechtigte Kritikpunkte, die wir im Team dringend besprechen müssen. Das Video ist halt nicht optimal. Ja, du, wir setzen Kaspersky hier auch ein. Ne? Das ist zumindest ein sehr gutes Produkt. Das kann man ja mal mit ruhigem Gewissen sagen. Ohne dass man da jetzt, du musst jetzt nichts sagen. Aber schauen wir mal weiter, was steht hier noch. Gehst du nächstes Jahr weiter in die Vlog-Richtung? Fragt Pity Mo. Ich will ja. Ich möchte dringend. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Es gibt einige Zuschauer, die das gar nicht toll finden, also beziehungsweise sagen, ey, ja, darf aber nicht hier Gaming irgendwie leiden, was halt eigentlich auch nicht leidet, meiner Meinung nach. Aber das sind die wenigsten, die meistens finden die Videos, die ich da bisher gemacht habe, echt nicht verkehrt. Und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran und möchte mich da gerne weiter ausprobieren, ja. Okay. Fred, das Gerät, fragt, ob ihr mit Eriks Truppe mal eine Runde TTT aufnehmen wollt. Ja, wenn sie ein bisschen weiter sind. Ich habe ja Eriks ersten Folgen angeguckt, der muss noch ein bisschen gelernt werden, also, aber sobald die Grundlagen da sind, ich weiß aber nicht, ob die da Bock drauf haben überhaupt. Ich glaube, Erik hatte schon mal einen Kommentar geschrieben, dass sie höchstens mal irgendeine Person, eine einzelne Person zu sich mal einladen. Erik ist ein vielbeschäftigter Mann, dem einfach mal zu sagen, hey, mach mal bei uns TTT mit, das sehe ich realistisch eh nicht. Aber klar, wenn irgendeiner von uns mal da eingeladen wird, dann wird er bestimmt nicht Nein sagen. Okay. Jetzt mal eine romantische Frage. Wie war euer Weihnachtsfest? Oh. Meins war super. Ja. Also ich habe immer nicht so viel Zeit bei der Familie. Ich bin am 24. hin, direkt mit meinen Eltern in die Kirche. Das ist Tradition, auch wenn ich damit nichts am Hut habe, aber meine Mutter freut's. Und dann abends gegessen, kleine Bescherung im kleinen Kreis mit Oma und kleiner Schwester und meinen Eltern. Und erster Weihnachtstag dann mit etwas größerer Familie, dann noch mit Onkel und größerer Schwester, Schwager und so weiter und so fort. Und abends am ersten Weihnachtstag traditionell immer mit Kumpels treffen und die aus der Heimat kommen, die ich nicht so häufig sehe, mit denen immer auf den neuesten Stand bringen. Und am 26. fahre ich schon wieder in meine neue Heimat, Osnabrück. Deswegen war es ein kurzes Weihnachten, aber ein tolles Weihnachten. Du, da muss ich nochmal eben fragen, was hat dich denn nach Osnabrück verschlagen? Liebe. Oh. Meine Freundin wohnt hier, meine Freundin hat hier ihre Familie, meine Freundin hat hier ihren Job und da ich theoretisch von überall arbeiten kann, war die Diskussion schnell beendet. Mhm. Ich musste nach Osnabrück, aber ich habe es nicht bereut. Boah, ich liebe diese Stadt. Boah, das ist so romantisch, ey. Also zwei letzte Fragen nehmen wir noch. Einmal, welche Funktion wünschst du dir auf YouTube? Wünschst du dir das alte Kanaldesign zurück? Ich wünsche mir nicht das alte Kanaldesign zurück. So geil sah das jetzt auch wieder nicht aus. Mhm. Keine Ahnung, Funktion auf YouTube, gute Frage. Ich bin, also bei mir werden die Kommentare meiner Meinung nach in sonderbaren Reihenfolgen gezeigt. Irgendwie ist das noch nicht optimal, wie man da vernünftig, also YouTube verbessert immer diese Dinge, dass man als Videoersteller auch vernünftig irgendwie kommunizieren kann. Aber das ist noch nicht optimal und da müsste es noch bessere Möglichkeiten geben. Andere Sortierungsformen und so weiter und so fort. Da muss also noch ein bisschen gebessert werden. Ansonsten YouTube technisch, finde ich, entwickelt sich immer eine ganz gute Richtung. Zumindest also sowas wie 4K unterstützt, 360 Grad wird unterstützt und alles funktioniert erstmal technisch ausgezeichnet. Also nur ist beispielsweise, die haben jetzt in letzter Zeit so eine komische Algorithmusänderung vorgenommen, dass auf einmal unsere steinalten Schulvideos den Leuten vorgeschlagen wurden. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben für mich. Und was ich wünsche mir weniger ein Feature von YouTube, sondern mehr eine vernünftige Art, mit seinen Content-Creatern zu reden. Weil der beispielsweise diese Algorithmusänderung, die wurde verneint. Also es wurde halt sich hingestellt und gesagt, nein, wir haben nichts geändert, was offensichtlich gelogen war. Mhm. Das ist ein bisschen unschön, sage ich jetzt mal. Mhm. Eine Prognose von dir würde mich persönlich mal interessieren. Twitch kontra YouTube, wo siehst du da eher die Zukunft? Ich meine, die Rocket Beans Jungs, die sind jetzt, glaube ich, zu YouTube Gaming gewechselt, ne? Wo ich nicht so ehrlich verstehe, warum. Wegen
Geld, was Freiheit, glaube ich. Twitch ist mittlerweile sehr, ja, die erlauben halt nicht so viel auf anderen Plattformen. Nein. Das ist relativ normal, aber wenn du halt die Freiheit haben willst, alles zu machen, was du willst, ist Twitch nicht unbedingt der beste Partner. Der ist halt, er kann aber auch ein super Partner sein. Und dann hat sich YouTube, glaube ich, mehr für die angeboten. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Twitch wird, glaube ich, weiterhin die Gaming-Streaming-Plattform bleiben, während YouTube weiterhin die Video-on-Demand-Plattform bleiben wird. Greifen sich da gegenseitig aktuell ein bisschen an und das ist alles schön und gut. Und im Endeffekt gewinnen wir alle, sowohl die Zuschauer als auch die Ersteller, glaube ich. Sowas wie Twitch Prime ist mit Sicherheit als Antwort entstanden. Und das ist gut, aber ich glaube, Twitch wird die Streaming-Plattform bleiben und YouTube die Beauty-Plattform. Okay, okay. So, letzte Frage. Komm, wir suchen uns mal eine aus. Such du dir mal eine aus, die du beantworten willst. Deine aktuellen Serienempfehlungen. Ich empfehle immer ganz gerne Serien. Ich habe immer irgendwelche Serien am Start, die ich aktuell gucke. Und ich bin sehr, sehr spät auf einen Zug aufgesprungen von einer Serie, die sehr gefeiert wird. Und das ist Modern Family. Eine Serie, der ich mal eine Chance gegeben habe. Das ist eine Comedy-Serie. Und die ich blöd fand. Und jetzt aber in den Feiertagen durchgehend schaue mit meiner Freundin, während wir auf dem Sofa entspannen. Und ist eine tolle, lustige, herzerwärmende Nebenbei-Serie. Etwas anders von dem, was ich normalerweise empfehle. Normalerweise empfehle ich sowas wie hier Westworld beispielsweise. Aber das habe ich im Podcast schon mehrfach empfohlen und das ist einfach eine brillante Serie. Modern Family ist endlich mal wieder eine schöne Comedy-Serie, wo ich mich nicht fühle, als wenn die Serienersteller mich für einen Idioten halten würden. Okay, okay, cool. Ich, ja, ich halte mich jetzt zurück. Wir lassen es mal tatsächlich dann bei dieser Serienempfehlung. Und beenden hier unseren gemütlichen, sehr entspannten Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Piet. Schön, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, sehr gerne. Ich lade das Video nachher auch nochmal bei YouTube hoch. Ne, es dauert dann immer 2-3 Stunden, bis YouTube dann sich das komplett angeguckt hat und der Meinung ist, wir haben keine Pornografie eingebaut. Und ja, mal schauen, ja, wann das dann wirklich verfügbar ist. Ich wünsche dir noch ein paar entspannte Tage. Und danke gleichfalls. Wir hören und sehen uns in 2017 wieder. No? Jawohl. Alles klar. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wie immer ein Richtfest. Bis bald. Tschö. Tschüss.